Schön, schön. Alles klar, haben wir das auch. Ich schicke sie dir nachher mal. Ja, juhu. Okay. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, die finde ich irgendwie gruselig, wenn die hier steht. Trennwand mit Erinnerung. Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwie so schöne Deko hinstellen können. Könnten theoretisch hier hinten noch ein paar Kisten lagern. So als kleine Lagerfläche. Rustikale Holzkiste. Muss ja nicht immer alles super toll und schön aussehen. Da könnten wir jetzt sogar noch was draufstellen. Wie wäre es denn mit... was haben wir denn so Schönes? Guck mal, hier können wir noch ein paar Blumenkästen draufstellen. Das finde ich, das passt dann wieder einigermaßen. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Well. Okay. Das. Tische, Betten, Lager. Was haben wir hier noch so? Regale. Na, das sehe ich eigentlich mehr für... drinnen an. Genau, hier genauso. Haushalt. Jacks Kreidetafel. Also ein Wasserfall hat natürlich was. Das müssen wir natürlich so hinstellen, dass man nicht von hinten drauf gucken kann. Also, na toll, jetzt hat er den. Da! Ich verdrück mich die ganze Zeit. Ich könnte kotzen. Ich wollte sie eigentlich dahin stellen, wo die Kisten jetzt sind. Das würde besser passen. Oh, hier, Baum. Andererseits, oder was auch passt vielleicht. Wo war das gewesen? Das war nicht bei Kunst, das war bei Haushalt, ne? Vielleicht ein bisschen nach vorne schiebt. Ja, vielleicht noch einen kleinen Tacken nach vorne. Kann man machen. So, Kunst sind die Sachen, die wir vorhin bei Deko schon hatten. Machen wir die hier nochmal stehen. Zierpflanzen. Aha, aha. Teppiche, sonstiges. Frage, ob wir jetzt hier irgendwas dabei haben, was wir vorher noch nicht angezeigt haben, bekommen haben. Ja, doch ein bisschen. Grafikis Schale ist aber auch nur in einer Größe. Großvateruhr, klassische orangene Hängematte. Theoretisch gesehen. Man die hier natürlich noch so mal hinpacken. Wobei, dann würde ich die wahrscheinlich eher hier hinpacken. Finde ich irgendwie schöner, so beim Zen-Garten in der Nähe. Okay, da
Das können wir wahrscheinlich nur ins Wasser setzen. Aber ich möchte die dann nicht in Gelb haben. Ich möchte die dann lieber in Blau haben. Okay. Schatzkissen der Piraten, Skeleton des Weihnachtsbaum, Loungekissen. Interessant. Plattenständer, Lampe mit Rankenblüten. Auch interessant. Skeleton des großes Bücherregal. Goldene Servierglocke. Okay. Aus Zyklop-Plüchti ist auch gut. Roter Verkaufsautomat. Dunkelblauer Eiscreme-Stand. Okay. Machen wir erstmal das. Dann haben wir hier quasi erstmal den ersten Bereich. Hier sieht es so ein bisschen leer aus. Vielleicht stelle ich da doch noch mal ein paar Kisten hin. Einfach damit das nicht ganz so leer hier ist. Und dann theoretisch, hallo? Wo hatte ich denn die kahle Holzkiste. So, hier können wir nochmal vorstellen. Und da irgendwie auch nochmal so ein bisschen was drauf oder sowas. Hat irgendwas, was passt. Wie groß sind die? Ach du Scheiße, oh Gott. Ein bisschen größer. Brennholzstapel. Mhm. Auch interessant. Ja, ich glaube, ich lasse es. Da ist jetzt nichts Passendes gerade dabei. So als Zwischenfazit, liebe Freunde, was haltet ihr davon? Falls du dich fragst, was du tun sollst. Ein Ort, bei dem man nie weiß, was als nächstes passiert. Dann können wir nämlich jetzt. Hier ist das Ding. Hier ist noch ein bisschen leer. Ich muss mal gucken, was ich dann dort mal hinbaue bei Gelegenheit. Kann ich nochmal eben den Weg erweitern? Das sieht nämlich sonst sehr komisch aus, wenn der so unfertig ist. Ich glaube, ich muss da gleich wieder Wege bauen. Ich mache das schon mal. Dann würde ich das nämlich zumindest da hinten schon mal anschließen. Zonen und Wege. Das Stück. Wie gesagt, wir brauchen bald wieder Kohle. Sehr cozy geworden bisher. Das freut mich. Komisch aus, wenn man auf einmal 4 und dann 3er Breite geht. Ist das ja eigentlich. Okay. Machen wir mal den. Dann können wir nämlich da hinten theoretisch weiter, auch wenn ich den Bereich nicht wirklich nutze. Was man machen kann, wäre zumindest schon mal
Der ist ein bisschen zu groß. Dass man hier einfach mal so zwei Bäume hinpackt. So, vielleicht stelle ich auch noch mal einen hier hin. Dass man hier quasi eine kleine Baumallee hat, wo man durchgehen kann. Natürlich die blühenden. Warum sollte man die unblühenden nehmen? Das sieht nämlich komisch aus. Und der da hinten, diese eine Laterne. Kommt mal weg. Wenn, dann müsste es sowieso beidseitig sein. Da passt keiner mehr hin. Schade. Man hier so schönes Blätterdach, kann man da hinten durchlaufen. Einfach nur schon mal vorab. Hey, weißt du was? Du bist mein bester Häppchen. So, dann haben wir aber noch mehr. Wir haben ja gerade erst angefangen, Freunde. Wir werden heute nicht alles fertig machen können. Ich sag ja, ich atme manchmal ein bisschen aus. Ein bisschen. So, hier unten vielleicht so ein bisschen so Marktviertelbereich. Das Ausarten sind solche Spiele doch da. Wenn ihr Spaß dran habt. Noch harmlos, wenn ich da an mich selbst denke. Oha. So. Den Animal Crossing auch mal so eskaliert. Ich finde, das macht aber immer noch einen Unterschied, ob du das wirklich für dich privat machst oder ob du das in einer Aufnahme / Stream machst. Nochmal, was für das könnte jetzt hier ein bisschen interessanter werden. So, erstmal hier auch wieder obligatorisch alles wegmachen. Kann ich nicht wegmachen. Immer lassen wir mal stehen. Das kommt mal weg. Das kommt weg. Stimmt, aber ich finde es auch zum Zusehen sehr entspannt. Okay. Say that. Ich überlege gerade, wie ich es machen soll. Die Dinger können wir nicht versetzen. Die sind safe. Erstmal fangen wir mal mit dem Weg an. Was für ein Weg passt denn hier unten hin? Natürlicher Steinpfad. Also ich will nicht den Weg der Uralten nehmen, den hatten wir schon. Steinplattenweg, da habe ich das Problem, dass ich den nicht nachbauen kann.
teleportieren. Wiege. Natürlicher Steinpfad. Natürlicher Steinpfad mit Einfassung. Kiesel und Sand. Ja, komm, nehmen wir den mal, würde ich sagen. Oder soll ich das Kopfsteinpflaster nehmen? Das kostet nur Steine tatsächlich. Da habe ich das Problem bei den natürlichen Steinpfaden, dass das halt sich ein bisschen mit dem Steinwegen beißt, die ohnehin schon da sind. Ich nehme mal den Kopfsteinpflasterpfad. Der kostet jetzt auch nur Steine, das ist nicht ganz so dramatisch, wenn wir jetzt feststellen, oh, der sieht doch scheiße aus. Wobei ich finde den ordentlich. Das ist schon okay. Das ist für so ein Marktessensviertel oder so, finde ich, ist das schon richtig. Ich würde gern... kann leider nicht ganz dran gehen, schade. Oh, jetzt zu weit. Kurz weg. Zack, 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 zack. Ah. Weißt du, was für eine Qual das gewesen ist, das mit Controller zu machen? Das ist ja jetzt schon deutlich angenehmer dahingehend. Na komm, ich gebe es hier. So. Passt leider nicht ganz, aber ich krieg's nicht besser hin. Das ist immer das Problem in diesem Spiel. So, hier hinten zur Höhle geht's natürlich noch. Gibt's natürlich noch einen Weg. Einfach mal hier entlang. Aber das geht eh nicht. Das ist schön, wie gut man hier reinkommt. Okay, der Weg ist da oben Dreierbreite. Das heißt, wir machen den hier auch in Dreierbreite. So. Das nämlich. Vielleicht könnte man hier hinten dann... Passt das hier rein? Nein, das passt hier nicht rein. Ich packe hier gerne mal so einen kleinen Stand rein. Ein bisschen Lagerfeuer.
theoretisch müsste ich ein bisschen nach hinten dann damit. Ja, nicht hundertprozentig mittig, ne? Naja. Lassen wir es mal so stehen, beziehungsweise ich glaube, ich mache die Bänke lieber hier drunter. So. Einfach so ein bisschen so Trampelfahrt angedeutet. Hier hinten, da würde ich dann auch nochmal, das ist jetzt prädestiniert dafür, auch nochmal so ein paar Kisten hinpacken. Nüt. Ah, die Kamera. So. Vielleicht nochmal so ein Brennholzstapel. Ja. Mal eben, wo ist es? Okay, nochmal so ein Ubi-Bugi-Schild einfach hinpacken. So. Okay, das. Ich glaube, ich restarte mal komplett mein Disney von Grund auf neu aufbauen. Ich glaube, ich gerade leichter für mich. Ich, ja gut, ich meine, wenn man, dann hängt immer davon ab, wie lange man an, man nicht mehr weitergespielt hat oder sowas. Guck mal, das passt exakt im Mundo hier rein. Hat man da Möglichkeit? Da kann ich leider nichts drauf auslegen. Schade. Oh, das wäre jetzt eigentlich ideal dafür, da jetzt irgendwas drauf zu packen. Naja. So. Ich muss die nochmal wieder zur Seite stellen. Ah, so viel Platz. So, Goofy stand. Der kommt hier natürlich auch noch irgendwo hin. Und ich würde mal gegenüber von Dagoberts Laden, lasse ich den Weg hier gerade mal abgehen. Dann sieht das nämlich auch schön aus, wenn man da so zentral drauf zuläuft. Weil wir müssen den Weg natürlich noch bis da hinten hinführen, ehrlich gesagt. So. Wenngleich ich jetzt sowieso erstmal wieder einen neuen Weg bauen muss. Aber es nimmt Gestalt an, Freunde. Und das ist die Hauptsache. Er lädt immer eine ganze Weile, weil das erstmal speichern muss, diese Menge an Veränderungen. So, direkt nochmal hier wieder. Zack. Wir haben mal ein bisschen Steine los. Ha! Es wäre irgendwie cooler, wenn es in-game gerade mal ein bisschen besseres Wetter wäre. Ich weiß gar nicht, ob er die Wetterdaten von RL irgendwie abgreift.
Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen too much. Außerdem stell dir mal vor, du willst irgendeine Quest machen, wo du halt Regen für brauchst und dann kommt einfach nie Regen. So, das Jeremie würde ich ganz gerne hier hinsetzen. Das letzte Work. Okay, die Lampe muss da nochmal weg. So passt es nämlich. Schön. Lampe passt dann hier zwar nicht mehr hin. So ein Stand. Ja. Ich glaub, den baue ich dann lieber dahin. Und hier nehmen wir dann Goofy hin. Auf der anderen Seite ist jetzt noch so viel Platz hier, ne? Ich mach das so und Goofy stand dann. Kann ich hier runter. Ja, ihr seid mir ja schöne Entwickler. So machen, zack. Zack, dann packe ich den hier einfach hin. Die Stand davor ist irgendwie dann blöd. Ich glaube, dann mache ich dann auch wieder den ungetrocknete Erdstraße drunter. Wieder 9. Nachschub quasi. Ich mach das mal eben. Ich bin hier nur am Straßenbauen die ganze Zeit. Sonnengetrocknete Erdstraße. Erde und Lehm, kein Thema. Da habe ich genug von. So. Das nämlich vielleicht noch mal eins weiter vorschieben. So. Könnten wir vielleicht noch mal so einen Marktkarren hinsetzen. Bei den können wir auch da drunter stellen tatsächlich. Packen wir denn dann mal Goofy hin? Oder wir packen Goofy einfach hier auf die Ecke. Dann könnten wir den hier hinstellen. Ich glaube, da stand er vorher auch. Und Goofy einfach hier. Guck mal, das passt auch exakt hin. Sehr geil. Und lass mich raten, die Goofy-Stände kann ich nicht aus den Gebieten rausziehen, oder? Natürlich nicht. Schade eigentlich. Oh, es wäre so schön, wenn ich alle Goofy-Ställe nebeneinander bauen könnte. Naja.